Jackpot. GR27. Oh, dass meine Kopfhörer jetzt ein Kabel haben, verwirrt mich jedes Mal. Dr. Morgan Michaels ist der wissenschaftliche Leiter, aber die Lage des Labors ist zensiert. KI-gesteuertes CRISPR? Wenn das wirklich funktioniert, heilt es alle Erbkrankheiten. Mukoviszidose, Huntington, verrückt. Viral delivery mechanism incorrectly targets immune system. Infected subjects highly contagious. One subject exposed, 7 days later, or 40 subjects deceased. Gruselig. Ja. Stopp. GR27 ist der Teufelsatem. Er soll Krankheiten heilen, aber im aktuellen Zustand ist er wie eine Biowaffe. Dr. Michaels trägt die einzige Probe immer bei sich. Deshalb will Lee ihn. Wer Michaels hat, hat auch den Teufelsatem. Ich habe irgendwie Bock, mir das hier als richtig schönes Bild an die Wand zu hängen. Sogar hier rüber. Forschungsmarken, Basismarken. Ich glaube, ich muss doch so ein Ding hier mal machen. Ich brauche nicht Basismarken. Na, dann machen wir das. So, hier unten. Drei Basismarken. Aber hier hin. Hey Pete, was gibt's? MJ, halt dich fest. Der Teufelsatem wurde nicht als Waffe entwickelt, sondern als Behandlung bei Erbkrankheiten. Im jetzigen Zustand ist er extrem fehlerhaft. Statt den Körper zu heilen, reißt er ihn in Stücke. Wir müssen Dr. Michaels finden. Sable kann so eine tödliche Waffe nicht kontrollieren. Ich weiß da vielleicht was. Charles Standish wird in Sable Central Park Lager festgehalten. Wenn jemand weiß, wo Michaels ist, dann Oscorps Finanzchef. Ich versuche, zu ihm vorzudringen. Vordringen? Da wimmelt es von Wachen. War ich dafür auf dem College? Captain, ich beobachte eine Baustelle von Fisk und die ganze Ausrüstung hat eine Staubschicht. Ist die da nur zur Show? Das ist mein Tipp. Ich sehe mir das genauer an. Wenn die glauben, der Boss hält im Knast die Füße still, dann kennen sie den Boss nicht. Viele Leute schulden ihm gefallen. Das ist sicher. Ja, und der Bürgermeister sind Kumpel. Wir haben zusammen gearbeitet. Und einer nach dem anderen. Du bist da unten. Hast du ihn gesehen? Nope. Zwei und da sind auch zwei. Aber ich glaube fast, das geht jetzt nicht mehr ohne. Und hier eine schöne Netzbombe. Ich hab ihn! Der ist nicht, der nicht. Irgendwas stimmt nicht. Ich hab ihn! Es ist Spider-Man! Ihr wisst, was zu tun ist! Heute! Stirbst du!
Sind leider aus. Jetzt stirb endlich! Granate! Wehe, du kriegst mich! Er spinnt mich ein! Uns nicht besiegen. Jungs, ganz locker. Der Winterschlussverkauf hat noch nicht begonnen. Warte, nicht sagen. Sie verstecken Drogen im Beton. Wir brauchen einen begründeten Verdacht, um das bestätigen zu können. Den bekommst du. Mach ihn endlich fertig. Ich werde eingesponnen. Das ist dein Ende. Habt euch nicht erwischt. Du bist tot. Nicht drängeln, ich kümmere mich um jeden persönlich. Mach ihn endlich. Holt ihn auf den Boden! Er spinnt mich ein! Beenden wir das! Ausschalten! Keiner macht den Kingpin ungestraft Ärger. Er darf nicht in die Luft! Macht ihn fertig, bevor er uns alle umbringt! Verstärkung! Okay, ich wollte böse Jungs einspinnen und Sprüche klopfen, aber mir fällt echt nichts mehr ein. Wir haben immer weniger. Er ist verletzt. Gebt ihm den Rest. Eingespannt.
Das ist immer anstrengend. Mega anstrengend. Captain, Fisks Männer und der ganze begründete Verdacht warten eingesponnen auf dich. Gute Arbeit. Fisk glaubt, er kann von drinnen alles steuern. Aber er wird noch lernen, warum Fernbeziehungen nicht funktionieren. Oh, neuer. Uns habt die Zeit nach einem perfekten Ausweichmanöver. Ja, erstmal ein perfektes Ausweichmanöver machen, ne? Der Plasma-Entladung des BBs setzen sie an zu gebrauchlich. Hm. Nee. Mal gucken, ob wir einen Anzug machen können. Ich brauche Herausforderungsmarken. Doch, das machen wir. Yes. Synchronisiert Nanogewebe. Oh, geil. Tja, jetzt kann ich das aufräumen. MJ, hey, tut mir echt leid. Der Teufelsatem ist viel mehr als eine Waffe. Wir müssen Dr. Michaels finden, bevor Lee es tut. Ich weiß da vielleicht was. Charles Standish wird im Sable Central Park Lager festgehalten. Wenn jemand weiß, wo Michaels ist, dann Oscorps Finanzchef. Ich versuche, zu ihm vorzudringen. Vordringen? Da wimmelt es von Wachen. Wie willst du zu ihm vordringen? Sehr, sehr unauffällig. Ich muss los, Partner. In ein Sable Lager einschleichen. Das kann schief gehen. Was machen wir? Ich muss zum Central Park. Taube im Visier. Ah, ja, gut, dann rufen wir die Tonwelle. Sie fliegt weg. Doc hat sich gemeldet. Peter, ich hatte eine Erleuchtung. Es geht nur um den Geist. Sehen Sie mich an. Ein Geist von unendlichem Potenzial, gefangen in einem verbrauchten Körper. Ja, bitte. Was dieser Geist erreichen könnte, würde er befreit. Wenn wir die neurale Schnittstelle entwickeln, müssen wir über die Nachahmung unserer körperlichen Form hinausdenken. Sehr wir müssen unsere Vorstellungskraft erweitern und in den Geist eintauchen. Doc ist so aufgeregt wegen des Projekts. Hoffentlich nicht zu sehr. Sorry, not sorry. Hoppala. Ich bin richtig, bin richtig. Wo bist du, MJ? Mist. Wo auch sonst? Vordringen? Da wimmelt es von Wachen. Wie willst du zu ihm vordringen? Hey, Bubbles. Hallöchen. Dankeschön. Danke, danke, danke. Oh, das ist so geil. Und hallöchen, Kumpel. Hallo, ihr beiden. Ich habe übrigens gesehen, dass du mir, Bubbles, du hast mir das meine erste Subscription gegeben, als ich offline war. Kann das sein? Vielen Dank. Das habe ich vorhin erst gesehen, als ich nachgeguckt hatte, was passiert ist, als ich offline war. Und vielen, 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 vielen Dank. Wir spielen hier Spider-Man. Mal wieder und immer noch. Ja, ich glaube, ich bin jetzt schon 12 Stunden in dem Spiel drin. Und das ist einfach mal so gut. Das Loch im Zaun sieht gut aus. Nur noch die Wache ablenken. L2 gedrückt, um Köder zu zielen. Kid, you're an Avenger now. Oh Gott, ich kann das gar nicht sagen.
Was, Kumpel, vielen Dank. Ich habe irgendwie die Farbe da noch nicht richtig. Das ist alles schwarz und schwarz ist eine schlechte Farbe, um sie lesen zu können. Ich muss mir doch irgendwas einfallen lassen, damit ich für die Subs irgendwie was habe, was die neu machen können. Habe ich doch, ich mache das doch. Auf der rechten Seite der Wache. Auf die rechte Seite der Wache zu ziehen? Hierhin? Wie soll ich denn noch rankommen? Sind Ablenkungsreichweite. Soll ich auf dich ziehen oder was? Ja. Um auf die rechte Seite der Wache zu zielen. Ist schön. Aha. Ja, es ist schön, dass du mich fast siehst. Du bist ja auch blind wie sonst was. Oh Gott, jetzt hat mich das gerade so rausgebracht, dass ich hier irgendwie gar nichts mehr hinkriege. Um mir mal schnell eine Ausrede zu suchen. Ich muss mir irgendwas suchen, womit ich, weiß ich nicht, womit Subs, keine Ahnung, kostenlos Töne abspielen oder sowas. Mir fällt da nicht mehr ein. Oder zumindest Clips posten oder sowas. Wie soll ich das dann hier machen? Ja, ich drücke auf die rechte Seite der Wache zu zielen. Ja. Really? Ernsthaft jetzt? Hinter mir? Das ist nicht auf der rechten Seite der Wache, das ist... Naja, gut, das ist auf der rechten Seite. Ich habe nichts gesagt. Das hier... Moment! Ups. Hört nicht, wenn ich da ungefähr 2 Minuten lang geteam. Aber dieses kleine Ding, Moment, ich habe was gehört. So, dann machen wir das jetzt das richtig. Das Loch im Zaun sieht gut aus. Ja. Nur noch die Wache ablenken. Ja, das haben wir jetzt, das haben wir eben rausgefunden, wie das geht. Das war irgendwo hier. Ja, jetzt kommt's. Tada. Und jetzt auch über, oh mein Gott, was war das? Ja. Ich sehe nach unserem. Ich glaube, in Solid Snake, da wäre... Die hier schon längst. Hausgast. Muss Standish sein. Weg. Er ist hier irgendwo. Alles Einbildung. Also die Szene mit Spider-Man gefiel mir irgendwie besser. Die hier kann Steinchen werfen. Ich muss ihn von der Treppe wegbekommen. Ja, dann wirf doch ein Steinchen. Pass auf. Du bist hier bei der Treppe. Dann werfen wir. Pum, 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 pum. Gleich wieder. Oh mein Gott, was war das? Was zum... Tja, was das wohl war? Was habt ihr eigentlich gezockt? Warte, ich mach gleich noch einen Shoutout. Ich bin irgendwie sehr schnell überfordert hier. Mit sehr schnell bin ich sehr schnell. Ah, Destiny 2. Und jetzt erkenne ich das wenigstens. So, ich habe das Bild wieder das. Ein bisschen größer gemacht. Was hast du denn da gerade gemacht? Ach ja, ich habe den Läufer vorlaufen lassen. Da standen ein paar von den Gegnern rum. Die haben den gekillt. Klingenfeuer rein und das Ding genommen und reingeballert. So. Verdammt. Das hast du meine geile Geschichte gerade nicht gehört. Bei mir gibt es noch mal kurz die Toilette zu sehen, weil ich mache meine Zigarette. Man merkt, ich habe die Destiny 2 Sucht gepackt. Und ich freue mich schon, wenn mein Rechner wieder Battlefield starten kann und Battlefield im Stream zocken kann. Dann sehe ich nämlich bei mir auch schon wieder die Sucht. Nee, Battlefield 5. Von 2042, da lasse ich die Finger. Das gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. Ich habe bisher jedes Battlefield gezockt, außer Hardline und 2042. Und ich habe wirklich damals schon mit 1942 angefangen, also bei dem uralten Battlefield. Da
Damals noch mit Desert Combat Mod, glaube ich, hieß die. Und seitdem fast alles. Ich habe mir auch spaßeshalber nochmal Battlefield 5 installiert, 1, Battlefield 4 und 3, also wirklich die ganzen letzten rückwärts. Aber 3 und 4 spielt kaum noch jemand und Battlefield 5 läuft leider nicht so wirklich im Stream bei mir. Das sind dann selbst bei Full HD 30 Bilder pro Sekunde und das geht bei Battlefield nicht, da geht gar nichts. 3 Schritte gelaufen und umgefallen. Ja, so. Ich glaube, so sieht die erste Erfahrung mit dem Spiel bei jedem aus. Echt? Battlefield 2042? Ich höre da so gemischte Meinungen von. Ich habe die Demo gezockt, beziehungsweise die offene Beta, und war davon irgendwie nicht so überzeugt, weil damals war ja noch nicht mal die Comrose da. Die andere Hälfte, wie Gegner aus dem Schlachtfeld ziehen, und das war alles angekündigt und kommt irgendwann, und dann habe ich erstmal die Finger davon gelassen. Mein Avatar spinnt total rum. Letztes Mal hat er noch funktioniert, heute nicht mehr. Echt? Na gut, vielleicht schaue ich es mir doch mal an, wenn mein Rechner aufgerüstet wurde, weil vorher brauche ich gar nicht dran denken. Meine Grafikkarte packt das, RAM habe ich genug, aber meine CPU sagt 64 Spieler, nö, danke. 128 sowieso nicht. Nee, das mit dem Motion Tracking hier liegt bei mir tatsächlich daran, dass der bei der Cam, die fürs Motion Tracking benutzt wird, jedes Mal die Belichtung auf Default zurücksetzt. Und Default ist bei dieser Webcam einfach mal eine Mischung zwischen Schwarz und Dunkelgrau. Das habe ich letztes Mal nicht gehabt, da das gespeichert. Und jetzt auf einmal setzt er das jedes Mal wieder zurück. Und deswegen erkennt die Cam eigentlich fast nichts, außer ich gehe ganz nah ran. Dann kriegt sie so ungefähr was mit. Aber da sitze ich fast auf dem Tisch. Das mache ich, weiß nicht, in Neustadt vielleicht. Die habe ich jetzt nicht noch machen wollen, weil ich, ja, ist nicht so wichtig. Das, was separat noch einigermaßen funktioniert, ist das Audio-Tracking für die Mundbewegung. Aber ich habe die Toilette ja sowieso nur, wenn ich keine Lust auf Cam habe. Oder halt. Was ist das? Eine Rauch oder sowas. Halte L2, um die Kamera auszurichten. Die Dämonen töten jeden, der mit dem Teufelsatem zu tun hat. Standish ist in echter Gefahr. Ich muss ein Foto davon machen. Ja, hab ich gerade gemacht. Ja, die Toilette ist cool. Die habe ich mir schon damals ausgesucht, bevor ich irgendwas anderes eingerichtet hatte. Bevor OBS wirklich gelaufen ist, bevor irgendwas anderes eingerichtet war, habe ich mir die Toilette fertig gebastelt, beziehungsweise rausgesucht. Also wie gesagt, ich schaue mir Battlefield 2042 nochmal an, entweder irgendwo im Stream oder ich werde es mir nicht gleich kaufen. Aber ich werde es mir auf jeden Fall nochmal anschauen, weil ich habe seit Release eigentlich nichts Neues davon geguckt gehabt. Ich weiß nur, dass ich Battlefield 5, da habe ich so Bock drauf. Aber das läuft überhaupt nicht. Da haben wir gerade ein Foto von gemacht. Machen wir halt noch ein Foto. Weiter jetzt. Also irgendwie mag ich die ganzen Stellen mit Mary Jane hier nicht. Ich muss zu dem Zelt kommen. Die kann immer nur schleichen und Steinchen werfen oder nur schleichen. Letztes Mal konnte sie nicht mal Steinchen werfen. Die konnte Kisten umschubsen. Ich will aber Spider-Man spielen und nicht Kisten umschubsen. Hier runter? Standish ist sicher, man. Schaltet auch den Funk ab. Die Presse soll nichts von Michaels oder dem Teufelsatem erfahren. Wird gemacht. Sie ist nervös. Standish muss etwas über Dr. Michaels wissen. Könnte einen Kaffee brauchen. Mach dir doch einen. Komm ich da wenigstens rein. Ha, gute Frage. Wie kommen wir jetzt da durch? Ah, Generator. Oder was auch immer.
Ich muss ganz ehrlich sagen, der Singleplayer, den fand ich richtig gut. Dafür, dass die vorigen Teile... Welcher war nochmal der erste, der Singleplayer hatte? War das 3, 4 oder 5? Weiß ich gar nicht mehr. Aber von Battlefield 5 war der Singleplayer, gerade diese Panzermission. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt. Die ist so gut. Also die ging bei mir noch im Stream. Aber Multiplayer ging überhaupt nicht mehr. Je mehr Spieler dazu kamen, desto mehr sind die FPS runtergegangen. Mist, Generator gestört. Das lenkt ihn nicht lange ab. Und vor allen Dingen ist dann die Auflösung total egal im Stream. Rein, nicht raus. Es war total egal, ob ich mit Full HD gezockt habe, 720p, 1440p. Nee, das war irgendeine deutsche Mission. In der Mission ging es irgendwie um einen deutschen Panzergeneral, der, der so ein bisschen die negative Seiten von dem Ganzen gesehen hat. Hatte irgendeinen deutschen Namen, der Panzer. Ich muss wissen, wohin, sonst ist unsere Chance vertan. So, das hier, das ist ihre Spezialkraft. Achtung! Bam! Ich hab was gehört. Ganz toll. Ich will wieder Spider-Man spielen. Sichtkontakt. Ich geh nachsehen. Nein, du hast keinen Sichtkontakt. Fahr das Ding hier weg. Das sollte längst woanders sein. Verstanden. Wir sind weg. Er fährt gleich los. Eine gute Deckung. Oh, ich bin falsch abgebogen. Geh auf Patrouille. Die war wirklich gut. Ich glaube, so das war das erste oder das zweite, was ich überhaupt hier gezockt habe. Weil ich gemerkt habe, Multiplayer ging nicht. Und dann habe ich die nochmal gezockt. Und die kannst du wirklich, die kannst du immer wieder spielen. Die ist so gut gewesen. Und die Spezialfähigkeit von ihr hier ist, ja. Ich sag's mal, so ein Spiel würde ich mir nicht kaufen, wo es was hier so Metal Gear Solid mit Mary Jane wäre. So, ich habe jetzt wahrscheinlich einen ganz großen Fehler gemacht. Ich bin falsch abgebogen. Sichtkontakt. Ich gehe nachsehen. Moment! Ja, genau. Dadurch, dass ich falsch abgebogen bin. Tete. Nochmal. Fahr das Ding hier weg. Das sollte längst woanders sein. Verstanden. Wir sind weg. Oh no. Fährt gleich los. Eine gute Deckung. Oh no. Verstanden, Zentrale. Die Luft ist rein. Ja, ich hasse sowas hier. Ich finde die Story, die passt ganz gut, aber dass man das unbedingt mit so einem Gameplay hier versehen muss. Ich weiß, was die damit machen wollen. Die wollen so ein bisschen, dass man sich mehr um Mary Jane sorgt und sowas, aber. Schaltet ihn aus. Moment! Was? Und vor allen Dingen schaltet ihn aus. Haben die keine Augen? Sind die blind? Ich will ja nichts sagen, aber er. Verstanden. Wir sind weg. Sehe ich nicht aus. Er fährt gleich los. Eine gute Deckung. Ja, du kannst dich nicht wehren. Das, also irgendwie reißt mich sowas hier aus so einem Spiel raus. So, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Wirf das nochmal um. Aber natürlich, du hast nichts mitgekriegt. Setze Sektorüberprüfung fort. Können wir das weiterwerfen?